Hallo zusammen. Ja, das chillige Wanderpaket ist schon angekommen und ich zeige euch jetzt einfach mal den Inhalt. Ganz zum Schluss zeige ich euch, was ich daraus einfach behalten habe, beziehungsweise, ja, ne, was einfach bei mir bleiben darf. Claudia vom Kanal, ich schreibe euch den jetzt liebend gerne einfach mal hier vorne rein, denn sie hat ihren Kanalnamen geändert und mir fällt der gerade partout nicht ein und ich habe jetzt gerade schon danach gesucht und irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Also ich schreibe euch den Kanalnamen schon mal rein, hat das alles ins Leben gerufen und ich freue mich riesig doll daran, teilzunehmen bzw. mitmachen zu dürfen. Ich stelle das jetzt beiseite und dann starten wir einfach mal mit der ersten Box. Nochmal ganz kurz, Claudia hat das Paket gestartet, packt da immer extremst viele tolle Sachen rein und mal schauen, was einfach noch davon da ist, beziehungsweise was jetzt einfach noch für mich übrig geblieben ist. Ich habe schon bei den letzten meinen Vorgängerinnen gesehen, dass das, naja, interessante Produkte sind, die jetzt zu mir gekommen sind und nicht unbedingt immer die besten Sachen drin sind. Ich habe einmal schon ganz kurz durchgeschaut, habe aber alles schnell wieder zusammengepackt und jetzt packen wir das einfach mal gemeinsam aus. So, Kiste 1, ich musste ein bisschen höher greifen, ist eine Glossy Box und da sind, ja, die ist randvoll mit Make-up-Produkten. Alles, was ich nicht behalten möchte, packe ich direkt wieder zurück in die Box und alles, was so auf diesem Vielleicht-Stapel ist, das lege ich erstmal da vorne beiseite und ja, ne, so machen wir das. Und ganz zum Schluss erzähle ich euch, was ich denn behalten habe und was ich nicht behalten habe. Als erstes haben wir eine Elf Blush Palette da. Oh, das ist sogar kein Elf Blush, das ist aber eine andere Palette. Ich hatte mal die Elf Blush Palette, die war nicht schlecht, ist aber jetzt auch nicht richtig. Ist auch nicht unbedingt das, was ich jetzt unbedingt bräuchte. Daher darf sie liebend gerne weiter wandern. Das ist übrigens aus der Highlighter-Palette, meine ich. Die ist schon, oh Gott. Also Elf hat die rausgebracht, als ich mal in der USA war oder schon davor. Also die ist bestimmt schon 7-8 Jahre alt insgesamt. Dann haben wir hier einmal ein von Avant ein Pro Collagen irgendwas Treatment Pro Perfecting Collagen Primer. Whatever, don't need it. Dann diese paar Produkte. Das ist einmal von L'Oreal, ein Age Perfect Blush. Puh, nehme ich mir den? Der sieht so ein bisschen boring aus, oder? Ich glaube, den lassen wir erstmal da drin. Den, nee, weiß ich nicht unbedingt. Dann haben wir von Rival Loves Me den Eternal Sun Ombre Blush. Ich glaube, den lege ich mir erstmal beiseite. Der hat nämlich eine geile Farbe. Und das ist bei mir wieder zurückgekommen. Das ist von Candy Bella. Das soll ein Perfector. Powder, Öl, Creme, was auch immer sein. Man kann das so ein bisschen als Touch-Up-Puder nehmen. Hat eine interessante Konsistenz. Und nee, brauche ich nicht unbedingt. Also das wird dann, wenn es keiner haben wollte, wirklich in die Mülltonne landen. Dann haben wir von Barbour einen Lippenstift. Der ist auch wieder von mir zurückgekommen. Ist halt nicht so meine Farbe. Dann geht es jetzt weiter mit Rival Loves Me, die Tropical Club Tropicana Palette. War die nicht auch schon beim letzten Mal drin? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das ist eine sehr, sehr bunte Palette. Sieht auch noch ungeswatcht aus, unbenutzt aus. Vielleicht einmal mit dem Finger irgendwo reingegrabbelt oder so. Beziehungsweise einmal mit dem Fingernagel hängen geblieben oder von dieser Schutzfolie. Ich habe genug Rainbow Paletten und Rival Loves Me und Rainbow ist nicht immer so das Beste. Daher darf die jetzt auch einfach mal schnell wegwandern, weiterwandern. Ja, schade. Das Ding ist zurückgekommen. Das ist von Essence, ein aus der, wie hieß denn, der Harlequin Palette, die, oder aus der Harlequin LE. Ja, die war auch echt nicht gut. Also die Farben sind interessant, aber mehr auch nicht. Dann haben wir hier einen von Lottie London, ein Rosé Puder. Ein loses, ist das ein Highlighting Puder oder Ready, Set, Go? Setting Powder, Brightening Pink. Wenn ich wüsste, ich glaube, ich mache das mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir noch einmal ein Fribe Clinics Treatment von Schwarzkopf. Ja, brauche ich nicht. Geht auch erstmal wieder zurück in die Kiste. So, nächste Kiste. Da ist sie. Schon wieder eine Glossy Box. Wow, die ist schwer. Schauen wir einfach mal, was da drin ist. Oh ja, sehr viel schwere Sachen. Da einmal eine Handcreme. Ich habe genug Handcreme. Dann einmal das Ding, das habe ich selber zu Hause. Das ist der Stainiac von The Balm. Ja, interessant. Staint halt wieder dieses Pink. Und wenn man es auf den Wangen macht, hält es nicht. Dann haben wir einmal von Odin's Eye. Ja, Odin's Eye und deren... Oh, ist das hässlich. Oh, ist das... Nee, hässlich. Trage ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Erstens Gold und zweitens sieht das aus wie billiger Schmuck.
So dieser aus der Grabbelkiste. Dann haben wir den hier, ein Dominic Cosmetics Primer für die Augen. Habe ich selber zu Hause, der ist gar nicht mal übel. Okay, das Coco Calaine ist auch wieder zurückgekommen. Das packen wir dann auch mal wieder zurück. Dann haben wir Anti-Eye Contour Cream, also ein Serum, eine Augencreme. Ein Blurish. Welche Farbe haben wir denn da? Gia ist neu, das heißt, ich gucke nur rein, ich mache ihn aber nicht auf. Oh, nee, brauche ich nicht. Ich bin ja so oder so nicht so Creme oder Flüssig, gerade Flüssigprodukte ist ja überhaupt nicht so meins und deswegen lassen wir das auch mal. Einige Nagellacke, die halte ich jetzt einfach mal so hoch. Ich brauche keine neuen Nagellacke, auch wenn die von Essig kommen oder von anderen Produkten. Rote Nagellacke habe ich ohne Ende und die anderen Farben sind auch nicht so meins. Und dann gibt es einmal eine, was ist das, eine Highlighter-Palette. War die nicht auch schon beim letzten Mal drin? Die ist gebrochen. Ich weiß nicht, da frage ich gleich einfach mal die Claudia, ob ich die entsorgen soll oder denjenigen, die die gehört. Ich lasse die einfach mal vorne vor. Ich brauche diese Highlighter-Palette jetzt nicht, aber es ist ja doof, wenn dann einfach die ganzen anderen Dinge da kaputt gehen bzw. aussehen wie saugleich. Wo packen wir jetzt den Rest hin? So, eine Pinkbox haben wir da noch. Die fühlt sich auch recht schwer an, wie immer. Was ist das denn? In Your Dreams Sleep Scrub and Soak. I'm the man of your dreams, literally. What is it? World's best sex dream. 8 hours of shut eyes with no interruptions. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie Badesalz, würde ich mal behaupten. Wir haben keine Badewanne. Dann lassen wir es erstmal da drin. Die ist auch schon öfter mitgegangen. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwann mal raus soll oder raus muss. Ist halt auch irgendwie eine dicke, fette Maske. Dann haben wir einmal Honey and Camellia Facial Exfoliator von Be Good. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Exfoliator. Dann haben wir hier nochmal was. Das ist irgendwie eine Daily Moisturizing Therapy Dings. Dann haben wir jetzt von Avalon einmal eine Wimpernzange. Die brauche ich auch nicht. Dann kommt von Clinique. Das ist dieses schöne Ding. Eine Mascara, würde ich mal einfach behaupten. High Impact Mascara. Ich habe genug Mascaren. Und dann einmal noch hier dieses Teil. Joa, dann haben wir einen Rouge Intense von Calaine. Ah, der riecht nicht schlecht. Wäre jetzt kein Sommerduft. Der riecht so ein... Ich muss mal schauen, das sind bei hier der Marke, die gibt es übrigens bei vielen Drogerieläden, beziehungsweise, ja, ich glaube Müller hat die, Rossmann haben die und DM haben die, glaube ich, auch. Und das sind immer Anlehnungen an einen dicken, fetten Duft und da schauen wir einfach mal gleich oder schaue ich gleich mal nach, ob welchen Duft ich da gefunden habe und welcher das dann ist. Nächstes Teil ist Beauty Bay Fiery 2 Palette. Die machen wir doch mal dann gemeinsam auf. Das ist dieses schöne Ding. Und gucken wir einfach mal rein. Oh, die ist schick. Aber das... Also, die hat sehr viele feurige, schöne, warme Farben. Die ist unbenutzt übrigens. Die hat aber für mich... Soll ich euch mal sagen? Doof ist, dass die einfach keinen hellen Inner Corner Ton hat. Und für so eine dicke, fette Palette einfach nur viele mittlere Farbtöne finde ich ein bisschen schade. Deswegen darf die gerne weiter wandern. Ja, auch wenn sie neu ist und ja, auch wenn es Beauty Bay ist. Beauty Bay hat nämlich eigentlich immer eine recht gute Qualität. Ist es einfach nicht so mein Farbschema. Das würde ich auch einfach so schnell irgendwann wieder aussortieren, weil das einfach nicht alles drin hat, was ich gerne haben möchte. Bei kleinen Paletten kann ich das gut verzeihen, gut verstehen, dass man einfach auf irgendwie einen hellen Farbton für den Inner Corner verzichtet hat oder so. Aber bei so mega großen Paletten, 16 Fännchen, kann ich das nicht nachvollziehen. Und deswegen darf die auch einfach mal weiter wandern. Dann geht es weiter mit einer weiteren Glossy Box. Die ist so schön, die Glossy Box. Ich finde die einfach mega okay. Das ist das interessante Paket. Dann haben wir einmal einen WC-Wasser-Kastentab. Wir haben keinen Kasten, deswegen geht der einfach mal weiter. Dann haben wir ein Beauty for You, ein Massageschwamm. Der wandert auch weiter. Bei den Adele-Wimpern überlege ich noch, da habe ich nämlich jemanden für. Dann haben wir Simply Cool Color Mohnblumenrot. Die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir von Beauty Bay noch was Neues. Einen Lip Liner in der Farbe. Ich weiß es nicht. Können wir den einfach mal aufmachen? Schauen wir einfach mal rein. In so einer Farbe. Ich swatch ihn nicht. Ich mache ihn nur einmal auf, um zu gucken, wie die Farbe auch wirklich aussieht. Ich glaube, da seht ihr die Farbe.
finde, sowas ist immer erlaubt. Man darf halt nur, man soll halt nur, wenn die Sachen neu sind, nicht unbedingt die Finger dran krabbeln, aber einfach mal zu gucken, was es denn jetzt auch wirklich ist. Ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir einen Metallic Eyeliner. Der sieht schon benutzt aus. Soll eine Farbe, sollte ich euch vielleicht auch zeigen, ne? Habe ich aber schon genügend. Deswegen darf der einfach weiter wandern. Dann haben wir einmal von Icona London. Ich glaube, das hat jetzt auch jeder rumgebracht. Dann haben wir eine Softcreme von Alverde. Creme brauche ich nicht. Einmal sowas. Was ist das? Ein Augenbrauenstift. So eine dicke Pomade im Prinzip. Dann haben wir Hydrate Purify and Mattify. Was ist es denn? Eine Gelcreme. Moisturizing Cream Gel Organic Combination Skin Day and Night von La Rosé. Theoretisch genau meins. Ich weiß aber ganz genau, dass einfach solche Dinge nie funktionieren. Und dann haben wir einmal ein Micellenreinigungswasser 3 in 1. Ich bevorzuge einfach ganz normal irgendein Waschzeug, Waschcreme. Und für meine Augen mache ich dann lieber ein Micellenwasser, wo dann Öl drin ist. Genau. Weil ohne Öl reinigt das einfach nicht so gut und nicht so einfach. Und ich schrubbel lieber so wenig wie möglich an meinen Augen rum, anstatt dann Micellenwasser zu benutzen, wo man extrem viel dran rumreiben muss. So, ich versuche das gerade parallel mal eben so ein bisschen wieder zusammenzupacken, aber der Schwamm mag einfach nicht toll da liegen. Dann haben wir hier eine, hört man, Gratisbox. Gucken wir einfach mal rein, was da so drin ist. Wir haben hier Ohrringe drin, wir haben hier einen losen Blush drin, wieso auch immer. Dann haben wir hier eine Palette drin von Bella Pierre. Die ist gebrochen. Ich frage auch mal nach, ob die so gebrochen reingelegt wurde oder ob man die rausnehmen soll. Die werde ich auch mal beiseite legen, weil ich finde, gebrochene Produkte gehören einfach nicht in so eine auch nicht in eine, wie heißt das, Gratisbox oder so, weil, ne, sind halt gebrochene Produkte und gebrochene Produkte, die gehen halt auch immer kaputt. Ja, das werde ich für meine Kinder rausnehmen. Einmal ein Nini Dent. Ist das Nini Dent mit Fluor? Mit Fluor. Mit Fluor ist immer gut. Für die Kleinen mal, wenn sie irgendwie bei Schwiegermama übernachten oder so, dann kann man sich die ganz gut mal geben, beziehungsweise dann brauchen die auch nicht immer die große Zahnpasta mitnehmen. Ja, das lassen wir einfach mal. Ich packe da mal ganz viele Füllfolie rein und das war es dann auch schon mit der Gratisbox. Das eine frage ich halt nach, weil es muss ja nicht bei jedem dann rumfliegen. Ich habe hier oben Alkohol, ich könnte das schnell neu pressen, aber ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man die Sachen dann einfach weitergibt, die kaputt sind. So, weitere Box, weiteres Spielchen. Wir haben hier einmal Antidehnungsstreifen, eine Creme drin, Luminous. Und Pigmentflecken. Ehrlich gesagt, ich überlege mir das nochmal. Weil ich habe jemanden in der Familie, der eigentlich durch Creme durchgeht. Und ob da jetzt irgendwie Antidehnungsstreifen draufsteht oder so, das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Dann haben wir von auch irgendeine Creme. Von Beicher, weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Dann einmal ein Dr. Lip Original Nipple Balm. Übrigens nicht nur für den Nippel gut geeignet. Solche Dinge eignen sich auch total genial für die Lippen. Denn die pflegen die Lippen immer extrem gut. Was haben wir hier denn noch von Ney? Feuchtigkeitsspendendes Duschgel. Das gucke ich mir auch nochmal an. Ich liebe ja Duschgel einfach immer mitzunehmen aus solchen Boxen, weil dann braucht man sich halt keine zu Hause holen. Und wenn es dann halt ich lese gerade schon mal, sorry. Das ist einmal schon von Yves Rocher ein Serum. Das lasse ich auch mal weiter wandern, aufpolstern, feuchtet und ein Hygienespray. Desinfizierend. Wieder so ein Desinfizierspray. Ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht. Davon habe ich schon einfach genug zu Hause. So, letzte Box, Insta-Box. Ist nur, war nur die Gratisbox, die eine Runde weitergefallen ist. Das ist die InStyle-Box, die ich da noch habe. Auch eine recht große Box, recht schwere Box. Und dann gucken wir einfach mal in der letzten Variante, was da noch alles so drin ist. So, wir haben einmal von Mr. Cruise. Okay, da sind nochmal... Dankeschön. Von der lieben Claudia haben wir da noch einmal die Tropical Dream Augenpads drin. Die nehme ich mir gerne raus. Ich bin ja die Letzte. Deswegen vielen, vielen Dank, Claudia, dass du uns mal wieder so tolle Sachen reingetan hast. Mega. Okay. Genuss Berlin. Was ist das? Das sind Passion Fruit, Salmiak, Lakritz. Aber die sind schon geöffnet.
Ja, danke dafür, dass die reingemacht wurden. Aber ich mag einfach keine geöffneten Lebensmittel. Wenn man Lebensmittel reintut, dann bitte zu. Und das sind irgendwelche Lakritzschnüre. Die sind noch bis zum 13.10.24 haltbar. Die sehen aber schon sehr mitgenommen aus. Also nichts für mich. So, weiter geht's. Dann haben wir hier die Canyon-Palette von Alter Ego. Alter Ego. Ja, das ist ein Alter Ego, ist eine Firma, die sich ganz feste an die ganzen Natasha Denona Paletten anlehnt und auch immer wieder neue schöne rausbringt. Das ist die zu der, oh Gott, wie heißt sie denn? Ich schreibe es euch da rein. Die möchte ich mir gerne mal ausleihen. Ich möchte gerne mal, beziehungsweise mir gerne rausnehmen. Ich möchte einfach mal testen. Die sollen ja sehr, sehr nah an die Natasha Denona Qualität rankommen. Bronze Palette, ne? Das müsste die Bronze sein. Die sollen ja sehr, sehr nah an die Natasha Denona Formulierung rankommen und auch farbtechnisch sehr, sehr nah rankommen. Und von Alter Ego habe ich noch nichts bei mir zu Hause, deswegen die darf mit nach Hause wandern, beziehungsweise hier bleiben. Und dann schauen wir einfach mal, was hier alles sonst noch so drin ist. Der müsste von mir sein. She Glam. Shein. Ein Quad. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich habe aber genug Quartz und leider sind die Farben halt nicht so aussagekräftig wie zum Beispiel einfach das. Oh, welche Farbe? Das war so ein rötlicherer Ton, so ein Altrosaton. Die ist besser. Das ist eher Standard schon mal. Die Altrosa ist mega. Also die drei Quartz sind halt komplett von anderen Qualitäten und ja. Dann kommt es halt wieder zu mir. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann haben wir hier noch eine Face Mask von. Da ist in meinen Schoß gefallen. Von der Marke da drin. Ich habe genug Face Masks. Und einmal ein Shampoo. Kenne ich mich von Marie Stella Maris. Kenne ich mich nicht aus. Bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe noch ein bisschen Shampoo-Vorrat bei mir. Den muss ich erstmal aufbrauchen. Der ist schon etwas älter. So, dann haben wir hier noch eine Cosmic Planet Palette von Stars. Kenne ich nicht. So sieht das gute Stückchen aus. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Die ist auf jeden Fall schon mal geswatcht worden. Ist aber so ein bisschen auch nichts sagen. Deswegen darf die einfach weiter wandern. Und jetzt kommen die letzten paar Produkte. Esprit Simply You. Das werde ich mir auch noch mal anschauen. Ich bin ja total der Parfümmaus und die Parfümfrau geworden in den letzten Jahren. Und deswegen möchte ich einfach mal nachschauen. Dann haben wir einmal noch von Bare Minerals. Ich weiß gar nicht, kam der von mir. Da ist auf jeden Fall nichts mehr dran. Also wenn der beim nächsten Mal noch drin ist und dann muss ich ihn rausnehmen. Dann haben wir einmal noch von Fix and Rouge irgendwie eine andere Creme. Die ist auf jeden Fall nicht von mir. Oh, ja. Den will einfach keiner haben, weil der einfach schlecht ist. Den lege ich auch wieder zurück. Und dann haben wir noch einmal ganz zum Schluss einen Nagellack von Nails Inc. Ja, das war's auch schon mit den Boxen. Ich bin gleich wieder da, denn ich schaue mir einmal nochmal die ganzen Sachen an, die ich schon mal hier zur Seite gelegt habe. Und dann sehen wir uns gleich in für euch 2 Sekunden wieder. Bin ich jetzt wieder. Und jetzt habe ich mir ja, ein paar Dinge rausgesucht. Ich habe mir einmal von Kalein das Rouge Intense rausgesucht. Das mag ich. Gerade für den Winter, glaube ich, ist das ganz cool. Dann habe ich mir einmal das Duschgel von NAE oder NAE, weiß ich nicht. Das ist das Feuchtigkeitsspende-Duschgel mit Biofeige, Biohibiskus und Extrakten. Ja, ne? Ist halt Duschgel. Dann einmal die Bodycreme für Familienmitglieder. Dann habe ich mir das Lotti London Puder rausgesucht. Ich weiß nicht, ich kenne das so weiter nicht. Das ist noch neu verpackt. Und ich möchte gerne so weitere Rosé-Puder, gerade für die unteren Augen, mal testen. Dann einmal den Ombre Rival Love Me Eternal Sun Blush und die Canyon Lidschattenpalette von Alter Ego. Ja, das war schon, wie auch schon gesagt, das Paket war mal geiler. Muss ich mal wirklich zugeben. War mal irgendwie interessanter gemischt und ja, ein paar Produkte verstehe ich nicht, wieso die da drin gelandet sind und ein paar Produkte würde ich an meiner Stelle auch nicht reintun. Ich werde jetzt gleich einmal ein Foto machen, was ich alles rausgenommen habe, werde das in die Gruppe setzen und dann auch die Produkte, die ich wieder reintue. Und ja, ich wünsche euch einfach einen tollen Tag. Wenn ihr solche Videos wie jetzt gerade, beziehungsweise Livestreams und so weiter nicht verpassen wollt, abonniert doch liebend gerne meinen Kanal, hinterlasst dem Video ein Like. Und ne, macht, was ihr so alles so machen wollt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Tschüss.